ich sehe da für niemanden Vorteile. Also kann ich nicht sagen, also wir werden die Bayern genauso wenig Möglichkeiten haben, sich trainingstechnisch bis jetzt einmal darauf einzustellen, was am Wochenende auf sie zukommt oder was sie halt erwarten, wie wir spielen möglicherweise. Und genauso ist es für uns in der Umsetzung, außer mit Gesprächen mit den Jungs, die da sind, aber von der Trainingssteuerung kannst du wenig machen. Ich sehe da für niemanden Vorteil in Wahrheit. Ne? Das sind wichtige Spiele, klar. Die Spiele werden weniger. Wir sind in dem Bereich momentan unterwegs, wo wir uns am Ende der Saison gern sehen würden. Und das sind ja, mit Bayern sowieso schwer. Stuttgart, Mannschaft der Stunde und dann sowieso ein paar Männer reden über das dritte Spiel. Das wird dann sowieso spannend für die ganze Region. Also es sind schöne, schwierige Aufgaben, aber mal sehen, was da rauskommt.